Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Crash Bandicoot 1. In dem letzten Part haben wir weitere Level wieder geschafft und sind nun bei dem Level Lights Out angekommen. Und damit beginnen wir auch sofort. Wie immer im Prinzip. Und auch dieses Level ist wieder einzigartig. Man sieht nämlich, im Prinzip ist alles dunkel. Aber wenn wir Akku einsammeln, dann wird der Raum hell erleuchtet. Ja, und auch hier können wir natürlich direkt den Edelstein holen. Na, was heißt natürlich, farbige Edelsteine gibt es ja wie Sand am Meer, aber ich denke, dieses Level wird auch eigentlich kein Problem. Es wird halt dann insbesondere schwer, wenn wir Akku nicht mehr haben, beziehungsweise der Weg nicht mehr erleuchtet wird, weil dann haben wir echt schlechte Karten. Dann sind das quasi 0815 Sprünge irgendwo hin. Einfach total invisible. Das ist ähnlich wie mit den Coin Blocks irgendwie bei bestimmten Super Mario Spielen. Ja, und das war natürlich schon mal extra klasse. Aber ich werde auf jeden Fall diese ganzen Level, wenn ich die jetzt beim ersten Versuch nicht schaffe, einfach beim zweiten Mal durchspielen machen. Weil ich gemerkt habe, es verbraucht einfach viel zu viel Zeit. Aber wir haben nicht mehr viele Level. Dann ist das Spiel einmal komplett abgeschlossen. Und dann holen wir natürlich die kompletten Prozente. Ah, du Ratte. Rote Augen. Haben wohl ein bisschen Tollwut, die kleinen Kerle. Mittlerweile geht es mir auch wieder halbwegs besser. Also Nase ist immer noch verschnupft, aber momentan habe ich echt gute Laune. Weil vieles bei mir privat einfach besser läuft wie früher. Oh Gott. Wenn da jetzt irgendwas ist. Ja. Deswegen, man muss direkt ganz schnell sein. Jedenfalls bei mir privat läuft es mittlerweile wieder sehr gut. Manche von euch wissen das wahrscheinlich nicht, aber ich mache zurzeit eine Ausbildung zum Erzieher. Und ja, bei der Praktikumsstelle, wo ich mich momentan befinde, war es echt katastrophal. Also ich bin echt froh, dass ich da jetzt weggekommen bin. Und jetzt die Praktikumsstelle woanders weiterführen kann. Weil das war schon echt eine belastende Zeit. Kennt ihr das bestimmt, wenn ihr irgendwann irgendwo hingeht mit Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, im Prinzip alles, was irgendwie schlecht ist, wird dort vereint. So, jetzt haben wir es geschafft. Gut, war aber kürzer als gedacht. Naja, jedenfalls, also jetzt fühle ich mich viel, viel besser. Ich habe so eine Erleichterung, dass ich da jetzt weg bin. Und ja. Das nächste Level, Jaws of Darkness. Wieder ein Tempel-Level. Yay! Oh, und das wird auch wirklich nicht mehr lange dauern. Ich sag das wahrscheinlich auch jeden Part mittlerweile, aber man sieht es ja jetzt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Bonus-Level wieder machen. Und was ich dann als nächstes Projekt geplant habe, na, das will ich auch noch nicht verraten. Tatsächlich bin ich mir noch ein bisschen unsicher, was es genau ist, aber ich habe da schon eine Idee auf jeden Fall. Okay, das wusste ich nicht, dass da jetzt ein zweiter Speer rauskommt. Aber es kommt auf jeden Fall am 9.2. etwas raus. Manche von euch wissen vielleicht schon, was ich meine. Aber auch nur die sich aktiv damit befassen. Und ja. Also die es wissen, die können sich dann auf was freuen. Möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Und die weiteren Crash-Teile, die werden dann im Laufe der Zeit irgendwann erfolgen, aber jetzt nicht zeitnah, denn ich möchte alles Mögliche machen, was mir Spaß macht. Und da gibt's ordentlich viele Spiele auf jeden Fall. Immer so eine Mischung aus allem. Ich mag ja so vom Genre hier am meisten RPGs, Beat'em Ups, so wie Naruto, wie Dragon Ball. Also es kommt immer drauf an natürlich, was es ist dann letztendlich.
Und hier müssen wir kurz warten, bis die Spinne wieder nach unten kommt. Oh, damit wir kurz darüber gehen können. So. Ja, aber also mein Geschmack, der ist schon sehr vielschichtig. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Die rasten ja richtig aus. Oha. Wie schnell das auf einmal wurde. Ja, guck mal, hat sich doch direkt mal gelohnt, dass wir hier auch schon den farbigen blauen Edelstein haben. Ja, das war super, dass ich Aku-Aku jetzt weggefeuert habe. Ich brauch den ja gar nicht. Ich brauch den nicht. Ich meine, rettet mir ja nur das Leben, wenn ich mal von dem Gegner getroffen werde, aber tch, er braucht das schon. Ja gut, jetzt in dem Fall hätte mir das eh nichts gebracht, wenn ich jetzt unverwundbar gewesen wäre. Im Gegenteil. In gewissen Momenten des Spiels, da bringt das sogar viel weniger. Deswegen, boah. Und auch zu viele Kisten sind auch nicht immer gut. Gerade wenn so viele sind an diesem Fleck zum Beispiel. So. Jetzt muss ich kurz gucken. Also hier werden wir mit Sicherheit den Edelstein holen können. Aber... mal gucken. Ich möchte natürlich jetzt nach Möglichkeit das auch sofort schaffen. Bim, bam. Leben einsammeln nützt ja auch so viel mittlerweile. Hat alles Sinn und Zweck. Aber ich finde es auch gut, dass die Edelsteine wenigstens nicht runterfallen. So. Mich wundert's, dass wir bisher nur einmal Cortex haben. Kommt der so spät erst wieder? Boah. So. Boah. Das ist... ach, das ist wirklich Leben am Limit. Ich sag es euch. Rund um die Uhr ist das hier Leben am Limit. Da kann man sagen, was man will. So. Ich glaube, da vorne kommt aber das nächste Cortex-Icon. Das müsste da links irgendwo sein. Man sieht auch schon, wenn man hier nach geradeaus guckt, da links sind auch Wumpa-Früchte. Und das wird ja schon was bedeuten. Wie man hier sieht, falle ich runter. Scheiße. Ja, das hat es jetzt echt gebracht. Ach, geil. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Wirklich. Also, wenn ich mich irgendwie zwischen dem Landwirtschaftssimulator und diesem Spiel entscheiden müsste. Ja gut, das war jetzt ein schlechter Vergleich. Aber... ich meine, Landwirtschaftssimulator ist auch ein geiles Spiel, also... Da kannst du sagen, was du willst. So, hier genau. Hier war das... der nächste Icon. Toll, hätte ich einfach nur durchrennen müssen. Wahrscheinlich ist das Level gleich auch schon wieder zu Ende. So, da komme ich zum Glück noch dran. Meine Güte, ey, das... was mache ich nur immer? Immer auf den letzten Metern verkacke ich das noch, ey. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. So, da kommt bestimmt eine TNT-Kiste gleich, ja, war klar. Hier bestimmt auch. Nee, das war nicht. Komm, boah. Millimeter. 73%. Es lübt doch. Noch 5 Level. Noch 5 Level. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alle hin, auf jeden Fall.
So. Jetzt kurz warten. Schnell drüber. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt timen soll. Das ist eine gute Frage, ne? Wahrscheinlich erstmal hier kurz warten. Jetzt rüber. So. Rüber. Und rüber. So. Ich bin aber gerade etwas am Überlegen, ob ich nicht die beiden Level von vorhin nochmal machen soll. Weil die Edelsteine können wir ja sofort holen. Und wir haben hier nicht mehr viele Level. Aber wisst ihr was, ich mach's jetzt nochmal. Anfangs hatte ich ja immer diese Level wiederholt, aber allein wegen dem Toxic Tower da, das war ja wirklich echt mies. Dum, 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 dum. Diese Schlosslevel gibt es auch in gefühlt jedem Crash. Also hier Zorn des Cortex fällt mir gerade zum Beispiel ein. Ja, das war natürlich wieder Weltklasse. Mich ärgert das hier auch, dass man wirklich nicht dieses Spiel, also auf die Pause drücken kann und dann auf die Map zurück. Das konnte man dann immer erst bei den späteren Teilen und das ist echt belastend. Und direkt am Anfang wurde mir das jetzt wieder versaut. Ich kann also wieder durchrennen. Yay. Macht das einen Spaß. Ich weiß noch gar nicht, was ich großartig sagen soll, außer Leberwurst. So. So, das Problem bei mir ist wirklich bei dem Spiel, ich bin zu ungeduldig. In gewissen Momenten, wie auch in diesem Level, muss man einfach schnell sein, aber das kann's eigentlich nicht sein. Das kann's eigentlich nicht sein. So, schon wieder? Schon wieder? Man muss hier aber schnell sein. Und warum? Na gut, vielleicht habe ich das immer noch im Kopf mit dem Zeitrennen und so weiter. Dann warte ich jetzt hier einmal noch. Das verbraucht immer so viel Zeit, ey. Das ist wirklich ätzend. Jetzt fehlen uns eigentlich auch nicht mehr viele farbige Edelsteine, also wenn wir jetzt nochmal in dem Level alle Kisten gesammelt haben, dann kann man ja nochmal gucken, welche wir alle schon haben, beziehungsweise noch fehlen. Ich meine, ich habe das noch im Kopf, dass es 6 waren. 6 Stück, die man letztendlich dann holen konnte. Vorhin noch geschafft, aber jetzt wieder faul. Oh. Was ein geiles Spiel, ist das ein geiles Spiel. It make a lots of fun. So. Das sieht, wenn man da kurz mal hingeguckt hat, sieht so ein bisschen aus, als wenn da auch ein farbiger Edelstein zu finden wäre, aber das ist, glaube ich, nur ein kleiner Grafikfehler. Wenn ein Spiel von 1996 ist, dann kann man da jetzt auch keine Wunderdinge erwarten. Obwohl man ja schon sagen kann, dass Naughty Dog wirklich für 1996 ein Meisterwerk geschaffen hat. Ein Meisterwerk im Verlieren. Nee, aber wirklich hier. Die haben wirklich mit diesem Spiel einen Meilenstein geschaffen. Man kann sich ja quasi so vorstellen, dass was Nintendo bzw. was Mario für Nintendo ist, ist Crash quasi für die PlayStation. Es war eins der allerersten Spiele. Und ein Charakter bzw. eine Figur, mit der auch hier die PlayStation Werbung machen konnte. Dann gab es ja weitere tierähnliche Helden. Ich sag nur hier Sly Raccoon, die Spielereihe. Dann gab es Jack und Dexter, auch von Naughty Dog natürlich. Aber auch Ratchet und Clank natürlich.
Ach, das ist so doof. Ich sehe nichts. Ich sehe absolut nichts. Ich sehe absolut nichts. Das ist aber schön. Jetzt schaffe ich das Level im Handumdrehen. Ich laber Mist. Man kennt ihn klar. Was erzähle ich da für einen Quatsch? Wunderbar. Ah. Nein, jetzt springe ich nicht. Ich sollte vielleicht auch in diesen Momenten abwarten, bis die Plattform direkt bei mir ist und dann erst den Akku einsammeln, weil ich glaube, vorher macht das relativ wenig Sinn. Oh. Jetzt war es wieder knapp. Oh, jetzt sehe ich wieder nichts. Ja. Man muss wirklich super schnell sein. Wie schaffe ich in diesem Part wenig? Mann, ey, ich habe mir schon ausgemalt in etwa, wie viele Parts ich brauchen werde. Ich gehe auch nach wie vor davon noch aus, dass das knapp unter 15 Parts werden, aber wie sicher soll ich mir da sein, wenn ich selbst sowas nicht hinkriege? So. Jetzt warte ich nochmal. Oh, komm her. Boah. Ey! Das war Fail. Das war ein richtiger Fail. Also mittlerweile habe ich schon ein bisschen Grund, mich zu ärgern, weil ich halt immer weniger schaffe. Wir haben jetzt zwei Level in diesem Part geschafft und ich wollte doch hier nur einen Edelstein. Und gegebenenfalls noch gucken, wie viele farbigen wir haben. Aber ist doch doof. So, jetzt aber. Das muss jetzt einfach gehen. Ruckzuck durch. Ganz schnell. So. Ja, warum nicht gleich so? Dann machen wir dasselbe Spiel nochmal. Wir machen nochmal Lights Out. Und dieses Mal packe ich das wirklich. Volle Konzentration jetzt. Auch wenn ich zur Not jetzt etwas weniger rede, aber damit wir es endlich schaffen. Klappt ja nicht immer so gut, leider. Wie man in den vorherigen Teil gesehen hat. Oh. Ah, das war auch wieder denkbar ungünstig. Aber wenigstens konnte ich jetzt etwas warten. So, das reicht aus. Das reicht auch aus. Oh, Mann! Ey, ich bin jetzt wird's. Mein Gott! Ey, das ist mein Gott! Ich dreh durch bald, ey. Ich dreh wirklich noch durch. Mein Gott, ey. Und das immer an so blöden Stellen, ey. Ich weiß doch ganz genau, dass das jetzt wieder ewig dauern wird. Meine Güte. Und jetzt bin ich wieder sofort gesprungen. Mann, was mache ich denn da? Ja, jetzt weiß ich auch, warum das Spiel doppelt frustrierend war im Vergleich. Also dagegen ist der PS4-Teil, wenn man es mal genau nimmt, eigentlich Luxus gegen. Abgesehen von den Zeitrennen, die meiner Meinung nach immer noch schlimmer sind. Ja, das war natürlich super von mir. Bleib genau da stehen, wo du in zwei Stücke geschnitten wirst. Ja, super. Und fall nochmal runter. Das magst du doch. Du magst es dunkel und schwarz. Okay, das kann man auch zweideutig verstehen, aber ich meine, schaut mal in sein Gesicht. Dem ist alles egal. Aber mir ist nicht alles egal. Mensch. Ich versuch's danach noch ein letztes Mal. So, jetzt wieder kurz warten. Wirklich, da muss ja wirklich alles funktionieren.
Muss nur einmal einen guten Zeitpunkt erwischen. Ja, das hat doch gereicht. Gerade so. Ja, das hat aber nicht gereicht. Gerade so. Boah, ich dreh durch hier, wirklich. Also, dieses Spiel. Ich schmück mich nicht mal mit Skill oder so. Ich meine, teilweise sieht man ihn, teilweise sieht man ihn nicht. Ich könnte es auch alles auf den Vorführeffekt schieben. Teilweise ist es wahrscheinlich sogar so. Vielleicht würde ich das Level ja viel besser hinkriegen, wenn ich nicht reden würde, aber dann würdet ihr ja gar nicht meine Reaktion dazu mitbekommen. Hat ja schon gereicht, dass das bei dem einen Part nicht so gut funktioniert hat. So. Jetzt schnell rüber. Ja. Und teilweise habe ich sogar den Eindruck, dass das echt hier länger dauert als bei anderen. Gott, ey. So, jetzt das allerletzte Mal. Vielleicht halte ich jetzt auch einen Moment, Mama, meinen Mund. So, bis hierhin läuft es doch schon sehr gut, aber vielleicht sollte ich auch weiterhin meinen Mund halten, damit ich hier in einem Zug durchkomme. Ich krieg Tobsuchtsanfälle. Wirklich, es reicht langsam. Es reicht. Und wenn ich sag, es reicht, dann reicht es. Gott, ey. Ich krieg noch Kreislaufprobleme hier, ey. Unbelievable. Wirklich. Wirklich, ey. Also, ich mir fehlen die Worte. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Also, bei diesem Spiel empfinde ich wirklich Hassliebe, also man kann es wirklich nicht anders sagen. Das war total schlecht, oder? Das war genauso schlecht. Wirklich, also, das ist. Ich kann auch nicht großartig nichts dazu sagen. Und schon wieder mache ich diesen Fehler. Mann, das sind wertvolle Sekunden, die mir am Ende fehlen. Und wichtig ist, niemals Akku verlieren, weil sonst sieht man hinterher nichts mehr. Super. Passiert das jetzt nochmal? Ey, ich hau noch was kaputt hier. Es reicht wirklich langsam. Es reicht. Ich hab gesagt, es reicht. Oh Gott. Mann, das Spiel ist frustrierend.
Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Ja, geil. Und schon wieder fällt er da runter. Ey, was ist das denn für eine bescheuerte Millimeterarbeit, wirklich? Das ist einfach nur unfassbar. Einfach nur unfassbar. Oh Gott, ich bin so... Ich glaube, ich muss mal meine Tabletten nehmen, ey. Boah, ey. Das ist so... Jetzt hier. Jetzt immer so. So. Jetzt. Jetzt ist wirklich. Ne, also. Also wir haben mit dem Part nicht viel geschafft. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao.